Hallo und herzlich willkommen zum Thema, wie installiere ich eine Solid-State-Festplatte in meinen Laptop. Ich habe hier die von Samsung, die VNAND SSD 850 Evo mit 1 Terabyte Speicher. Der Speicher ist aber jetzt egal, welchen ihr habt. Das Prinzip sollte immer hier das gleiche sein. Ich habe das Ganze zwar schon bei mir verbaut, aber ich zeige euch nochmal, wie ich das gemacht habe und welche Besonderheiten da zu beachten sind, damit es auch bei euch reibungslos klappt. Denn man muss auch ein paar Einstellungen im BIOS machen. Und damit ihr euch da nicht unnötig Arbeit macht, zeige ich, wie ich das Ganze hier gehandhabt habe. Was man noch braucht, ist eine Windows 10 Installations-CD. Und zu beachten ist, dass ich das Ganze so mache, dass ich hier keine Datenübernahme von der alten Festplatte mache, sondern ich werde das Ganze neu aufziehen. Es gibt zwar Möglichkeiten, da Daten zu übernehmen, aber das soll hier nicht Thema dieses Videos sein. Ja, das ist mein Laptop und jeder Hersteller hat bestimmte Handbücher für seinen Laptop, die ich euch auch ans Herz legen würde, denn die könnt ihr euch schon mal anschauen. Die kann man meistens immer online als PDF runterladen. Ich habe meine hier von Dell auch online runtergeladen und da kann man nämlich auch sehen, wie ihr bei eurem Laptop an eure SSD, also an eure alte Festplatte besser gesagt, rankommt. Wichtig ist, dass wir zuerst einmal den Akku entfernen. So. Und bei mir muss ich hier zwei Schrauben lösen. Und dann kann ich hier die Abdeckung entfernen. Und darunter verbirgt sich meine Festplatte. So, hier sehen wir schon, das ist meine Festplatte. Ich habe sie, wie gesagt, schon mal eingebaut. Aber ich zeige euch das trotzdem mal, wie es bei mir war. Ich muss bei mir hier nur eine Schraube lösen nochmal. Das heißt, ich habe hier sehr wenige Schrauben bei Dell, insgesamt nur drei. Das finde ich sehr gut. Und ich brauche wirklich nur einen Schraubenzieher, mehr brauche ich für den Einbau nicht. Und die alte Festplatte, ich hatte hier früher mal bei der alten Festplatte so einen Riemen, der ist mir aber gerissen, weil er auch aus Papier war. Das ist aber nicht schlimm bei mir. Also ihr zieht jetzt die alte Festplatte hier raus. So, die Festplatte ist raus. Wir tun jetzt so, als wäre das noch die alte. Und ich hatte hier noch ein Stückchen Papier reingelegt, weil ich da etwas viel Abstand hatte. Muss ich mir gleich überlegen, ob ich das nochmal drin lasse. Ich glaube, ich lasse es erstmal weg und versuche es nochmal so, ob es dann noch funktioniert. Und wichtig ist, seht, die ist auch ziemlich dünn. Meine alte Festplatte war ungefähr so dick wie das hier. Wir tun ja jetzt so, als ob das meine alte Festplatte ist. Ihr müsst jetzt bei euch dieses Metallstück entfernen. Das funktioniert auch, indem wir hier die Schrauben lösen. Das sind zwei Stück an der Seite und die müssen wir wieder bei der neuen SSD einfach wieder dran schrauben. Das kann bei euch vielleicht auch anders aussehen. Nachdem ihr das dann wieder an die neue SSD montiert habt, sind wir also bei dem Schritt, in dem wir dieses Metallstück an die neue SSD montiert haben. Dann könnt ihr das Ganze wieder einfügen. Ich werde jetzt mein Papierstück hier nicht mehr reintun. Wenn ihr Probleme mit dem Wackelkontakt hier habt, dann könnt ihr vielleicht auch versuchen, hier mit euch mit einem Papier zu behelfen. Ich versuche es jetzt erstmal wieder ohne. So, das Einfügen geht wieder ganz leicht. Wir nehmen wieder unsere Schraube. Und schon ist die Montage erfolgt. Jetzt können wir wieder die Abdeckung dran machen. So, kommen wir nun dazu, das BIOS einzurichten. Zu beachten ist, wir müssen, je nachdem wie neu, sage ich mal, euer Laptop ist, muss man in BIOS etwas umstellen, und zwar den Bootmodus. Und zwar müssen wir das Ganze im UEFI-Bootmodus starten. Und in meinem Fall war es so, dass ich noch Legacy als ja, Bootmodus eingestellt hatte. Und deswegen hatte ich halt Probleme mit, dass der die Festplatte nicht erkannt hat. Wichtig ist, wir müssen das BIOS erst umstellen in den UEFI-Modus. Und dann müssen wir hingehen und diese Festplatte mit Hilfe der Windows 10 CD zum Beispiel zu formatieren. Denn diese Festplatte muss im MBR-Format formatiert werden. Das ist ganz wichtig, sonst wird man, wie gesagt, später Probleme kriegen beim Booten. Der wird dann die Festplatte nicht erkennen und man muss das Ganze dann manuell immer anwählen. Das ist also sehr unschön. Und was man ja auch eben möchte, dass der PC eben sehr schnell startet. Der PC startet, wenn man alles jetzt richtig macht, in 10 Sekunden. Das werde ich später noch demonstrieren. Erster Schritt ist, wir gehen jetzt ins BIOS. Das heißt, ich muss meinen Laptop jetzt starten und bei mir muss ich auf F2 drücken, damit ich ins BIOS-Menü komme. Das kann bei euch anders sein. Das sieht man in der Regel zum Beispiel hier unten. Ist halt von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Mal ein bisschen ausprobieren. Das wird meistens irgendwo angezeigt, wenn man den PC startet. Und ich starte jetzt meinen Laptop und drücke dann F2 schon mal. Da unten stand es gerade. Ich gehe jetzt in den Bereich Boot. Ich habe meine Einstellung jetzt schon richtig, aber ich zeige euch, was ihr einstellen müsst. Ihr stellt euch hier bei Bootlist auf UEFI um. Secure Boot habe ich bei mir disabled.
Und wichtig ist, dass wir die Windows 2D bereits im UEFI-Modus starten. So, wir haben die Einstellung vorgenommen. Können jetzt hier auf Esc, ich drücke auf Esc, um mal herauszugehen. Ich habe soeben die Windows 10 CD eingelegt und jetzt wollen wir den Rechner starten. Und bei mir ist es so, dass ich dann auf F12 drücken muss, denn ich möchte ja jetzt die Windows 10 CD ansteuern, um damit die Festplatte im MBR-Format zu formatieren. Das kann bei euch anders sein, das kann bei euch zum Beispiel auch die F8-Taste sein. Das sieht man in der Regel auch, wenn man den Rechner eben startet. So, ich starte jetzt meinen Laptop und drücke F12. Jetzt komme ich hier in diesen Boot-Mode und ich muss hier unter UEFI-Options gehen. Und da kann ich eben auswählen, dass ich eben von der CD-ROM aus starten möchte, also von meiner Windows 10 CD. Wichtig ist, dass wir eben das Ganze vom UEFI-Modus starten und nicht von Legacy aus. So, das hat jetzt bei mir ein bisschen gedauert, aber ich bin nun im Windows Setup. Und ja, ich gehe ja immer auf Weiter. Jetzt installieren. Weiter. Und hier wähle ich aus, nur Windows installieren, also kein Upgrade, weil die Festplatte ja bei mir sowieso leer ist. Macht das obere auch hier keinen Sinn in diesem Fall. Am besten, ihr löscht erstmal alle Partitionen, falls da mehrere drauf sind. Damit werden natürlich auch alle Daten von der Festplatte gelöscht, aber da werden ja wahrscheinlich ohnehin keine drauf sein. Und nun könnt ihr euch dann über Neu, kann man sich dann neue Partitionen anlegen. Ich habe hier zwei Partitionen gemacht. Eine für Windows 10, wo ich auch meine Programme und so weiter installiere und eine nur um meine persönlichen Daten eben zu speichern. Also erstmal löschen, wie gesagt, erstmal alles löschen und dann über Neu nochmal einrichten. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir die Festplatte eben im richtigen Format eingestellt und können dann nun mit weiter voranfahren, um hier Windows 10 eben drauf zu installieren, was ich jetzt natürlich nicht mache. Und ich werde jetzt nochmal demonstrieren, wie schnell der Rechner bei mir tatsächlich startet. Kommen wir zum Start und Herunterfahren, damit ihr seht, dass ich hier auch nicht schummle sozusagen. Seht ihr, wie ich den Knopf gleich drücke? Und ich starte den Rechner jetzt einmal. Und das war's. Schon ist er an. Läuft. Klar, der liegt hier noch ein bisschen, aber ich könnte jetzt direkt loslegen, um hier surfen oder irgendwas anderes zu machen. Das Ganze funktioniert also wirklich ziemlich schnell. Und so eine SSD kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn er den Preis dafür aufbringen kann. Man kann auch schon, das ist jetzt noch eine recht teure, weil die 1 Terabyte hat. Man kann aber mittlerweile recht günstig welche mit 250 GB kaufen. Klar, für einen Laptop ist das dann vielleicht in Summe etwas wenig, aber für einen Tower-PC ist das dann wiederum gar nicht mal so schlecht, wenn man dann zwei Festplatten hat zum Beispiel. Jetzt fahre ich das Ding nochmal runter, damit ihr seht, wie schnell der auch runterfährt. Das war's, jetzt ist er raus. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.